Variationen. Vierzehnte Rolle. Alle Anwesenden wissen, dass es eine Schweizer Firma ist und als Zieldarstellungsgerät. Wir haben versucht, das Modell im Maßstab 1 zu 4 möglichst exakt nachzubilden. Wir haben sehr grosszügige Pläne bekommen von der Firma Pilatus. Der Gedanke war, dass das Modell nicht so angeschrieben sein soll wie ein Pilatus, sondern auch einen Charakter hat, wie das Flugzeug von Pilatus. Das heisst, es kann relativ schnell fliegen, es kann aber auch sehr gut langsam fliegen, es soll Schulflugzeugeigenschaften haben. Und jetzt zeigt uns der Christoph die Variationen. Aktuell ist das Modell jetzt mit dem 3W85 Zweitakt-Benzinmotor bestückt. Das kann man aber auch mit der Turbine ZZSPT5. Der Vorteil ist, wenn man das mit der Turbine macht, dass man da, was sie jetzt fliegen, nochmal etwa 10-15% schneller kann. Wir haben bei der Turbine den gleichen Propeller drauf, wie jetzt hier auf dem Benzinmotor. Nur kann er bei der Spitzenleistung 1.500 Umdrehungen mehr drüllen. Was bei dem Modell speziell ist, was bei anderen Modellflugzeugen nicht immer der Fall ist, ist, dass man da das Profil vom Originalflugzeug verwendet hat. Es gibt nach wie vor sehr viele Leute, die behaupten, das ginge gar nicht. Wie man aber sieht, fliegt es. Und der Christoph macht da eine wunderschöne Rolle. Und liegen die 8. Vierzeiterrolle. Dank der breiten Rumpfsilhouette bleibt er auch im Messerflug relativ schön horizontal und man muss mit sehr wenig Steuerdruck den Fehler auskorrigieren, dass der Flügel ja eigentlich der verkehrte Weg liegt. Motor ab. Leider müssen wir jetzt vorzeitig landen, weil der Motor abgestellt hat. Das Fahrwerk wird ausgefahren. Wir sehen, auch ein Flugzeug, das kein Motor hat, hat trotzdem Flügel. Und wenn man dann das gescheit handelt, kann man auch so noch landen. Schlaglos. Danke noch, Christoph, dass es so gut gelöst hat.